Hallo Leute! Willkommen bei diesem LS23 News Video. Es gab ein Update für den LS23, also die Mobilversion. Und vielleicht denkt ihr euch jetzt, das Update gab es doch schon vor einer Woche. Ja, vor ungefähr einer Woche oder so gab es auf den Mobilgeräten, also dem iPad und dem den Android-Geräten gab es dieses Update schon, aber auf der Switch gab es das erst heute, also Mittwoch, und für euch ist das dann gestern. Jo, ein kostenloses Update und es entspricht vom Funktionsumfang eigentlich einem DLC mit dem kleinen Unterschied, dass man dafür nichts zahlen muss. Zumindest nicht auf der Switch. Ich zeige euch jetzt mal, was es auf der Switch gab in diesem kostenlosen Update und erkläre euch dann noch, was der Unterschied bei den Mobilgeräten ist. Also es gibt hier drei neue Traktoren. Die gibt es sowohl bei der Switch als auch bei den Mobilgeräten als kostenloses Update. Und zwar alles Kubota-Traktoren. Kubota hat also Einzug gehalten in den LS23. Schicke rot-orangene Traktoren. Wer auch den LS22 spielt, kennt das schon. Und im LS23 ist das aber neu und schick. Das sind so mehr kleine bis mittelgroße Traktoren. Der größte hat 200 PS. Gucken wir uns gleich nochmal im Shop an. So, und Kubota-Traktoren sind ziemlich verbreitet in den USA. Da sind die verbreitet und beliebt, weil die auch preiswert sind. Kubota ist eigentlich eine japanische Firma, die aber weltweit agiert. Und in Deutschland gibt es auch mehr und mehr Kubota-Traktoren, aber da ist das eher noch was Exotisches. Und da die aber auch in Deutschland ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben, verbreiten die sich immer mehr. Und wenn man hier so davor steht, sieht man auch deutlich, der linke ist der kleinste und dann kommt der mittlere und der größte, der sieht schon relativ wuchtig aus. Und wenn man bedenkt, dass der nur 200 PS hat, dafür ja, macht er schon einen ganz ordentlichen Eindruck. War auch auf der Agritechnica, habe ich die in echt gesehen und dachte auch, oh, das sind aber ordentlich große Traktoren. Aber, ja, mehr so Mittelklasse, die großen. Und hier haben wir noch so einen kleinen Gator, oder wie diese Dinger heißen. Und dieser hier nennt sich, glaube ich, Sidekick. Ja, der nennt sich Sidekick. Also so ein Gogo-Mobil. Und das gibt es auf der Switch-Version kostenlos dazu. Und also man muss nichts dafür zahlen, dass man das im Spiel hat. Mit kostenlosem Update meine ich hier nicht, dass man dann auch in seinem Spiel die Geräte kostenlos kriegt, sondern dass man muss kein echtes Geld dafür bezahlen, dass man das Update hat. Aber wenn man im Spiel ist, muss man für die Traktoren Spielgeld bezahlen. Also das schon. Und das wurde beim letzten kostenlosen Traktor-Update hinterfragt. Wieso? Man muss doch im Spiel bezahlen. Ja, im Spiel muss man bezahlen für alle Geräte und aber kein echtes Geld. Hier haben wir den Unterschied. Bei den Mobilgeräten ist dieser Sidekick ein In-App-Kauf. Da muss man dann Geld bezahlen, echtes Geld bezahlen, um diesen Sidekick zu kriegen. Und wenn man dann das echte Geld bezahlt hat, dann kriegt man einen Sidekick im Spiel kostenlos. Also gerade umgekehrt. Da muss man für einen dieser Sidekicks kein Spielgeld bezahlen. Oh, immer Spielgeld und echtes Geld hin und her. Ja, ich hoffe, ihr habt verstanden, wie ich das meine. So, wir gucken uns das Ganze jetzt mal im Shop an. So, und zwar bei den Kompakt-Traktoren ist der erste. Hier haben wir ihn schon, der M6.
und kostet 105.500, hat 141 PS, also man kann schon was mit dem anfangen und fährt 40 Stundenkilometer schnell. Und die Details sind nicht sehr aussagekräftig. Aber wir wissen ja auch, was ein Traktor so macht. Die nächsten beiden sind bei den mittelgroßen Traktoren. Geht es gleich los mit dem M7. Der kostet 140.000, hat 168 PS und fährt 50 Stundenkilometer schnell. Und dann kommt hier noch der größte, der M8. Kostet 178.000, hat 200 PS und fährt auch 50 Stundenkilometer schnell. Jo. Und der kleine, da muss man zu den Autos gehen. So, das ist hier der Sidekick. RTW heißt diese Klasse im englischsprachigen Raum. Und kostet 11.500, hat 48 PS und fährt 65 Stundenkilometer schnell. Ja, und mit dem kann man auch tatsächlich was transportieren. Gehen wir jetzt mal zurück. Ich hüpf mal hier zu unserer Getreidemühle, die ich hier in Neubrunn besitze. Da habe ich noch einen zweiten von diesen Sidekicks stehen. Und man sieht hier tatsächlich das Symbol für Aufnehmen aktiv. Und das habe ich jetzt noch nicht gemacht, damit ich das noch für euch aufspare sozusagen. Und das probieren wir jetzt mal mit rechter Schultertaste und A. Und tatsächlich, man kann mit diesem Ding eine Palette transportieren. Immerhin, ich glaube, das ist damit die preisgünstigste Möglichkeit, um eine Palette zu transportieren. Das könnten wir ja gleich mal gucken. Weil, hier haben wir den Palettentransport. Ja, da kann man hier entweder die Radlader, Teleskoplader oder sonst was. Der kostet fast 100.000. Der Junge Heinrich kostet 55.000. Und der Anhänger, mit dem man natürlich mehrere Paletten transportieren kann, das ist der erhebliche Vorteil davon, der kostet 29.000. Das heißt, wenn man nur ab und zu mal selten eine einzelne Palette zu transportieren hat, dann ist dieser kleine Sidekick eigentlich die billigste Möglichkeit dafür. Jo, das ist doch schon mal praktisch. Gut. Ja, und mit dem kann man jetzt halt dann rumsausen. Der fährt auch relativ schnell. Ja, muss ich mal auf eine gerade Strecke kommen. So. Ja, hier Highspeed. Laden wir den mal in unser Palettenlager ein, das Mehl, damit es gut untergebracht ist. So. Ich wette, der fällt auch leicht um, weil der so leicht ist. Und so eine Palette ist ja schon relativ schwer. Ja. Ja, jetzt muss man hier mit X entladen. Na, wunderbar. Hier ist übrigens inzwischen auch die Ausgabestelle für die Paletten und Ballen repariert worden. Das war ja ein Problem. Aber das war schon beim letzten Update der Fall. Und was ich jetzt noch mit euch gucken will, ist, ob sie wieder ein Baumwollverkaufsstation hier drin haben. Die Patchnotes waren mal wieder ziemlich dürftig. Also sie haben einfach nur ein paar Sachen reingeschrieben. So ein paar Aufkleber von ein paar Fahrzeugen sind zusätzlich noch
geändert worden. Aber halte ich nicht für relevant. So, jetzt gucken wir hier mal bei Baumwolle. Das wäre das, was mich persönlich am meisten interessiert. Nein, da hat sich nichts getan. Die Baumwolle kann man weiterhin... am Anfang war es anders, da konnte man beim Supermarkt verkaufen. Und irgendwann haben sie das rausgenommen. Jetzt kann man es nur noch bei der Spinnerei verkaufen. Und das nur in geringen Mengen. Und wenn man die Spinnerei sowieso besitzt, kann man dann halt nur anliefern zum Stoff produzieren. Aber die Spinnerei, die ist schon von Schafwolle völlig überlastet. Und dann ist Baumwollanbau, wenn man sowieso auch Schafe hat, kann man den Baumwollanbau eigentlich vergessen. Schade, dass sie das nicht geändert haben. Aber trotzdem freue ich mich hier über die kostenlosen neuen Traktoren. Also kostenlos in Bezug auf, man muss kein echtes Geld zahlen. Und hier auf der Switch kostenlosen Sidekick. Okay. Jo. Ich denke mal, das war's zu diesem Update. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir hüpfen noch mal in mindestens einen der Traktoren. Hier. Da, das müssen wir doch schon noch mal. So. Dann fahren wir eine kleine Runde. So. Hört sich gut. Jo, ich finde es irgendwie ganz schön, dass so DLCs, die im LS22 Geld gekostet haben, im LS23 kostenlos kommen. Also ich glaube, das Kubota DLC im LS22 war etwas umfangreicher. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Aber die wesentlichen drei Traktoren, die haben wir hier jetzt auch im LS22 gekriegt. Und das finde ich irgendwo, ja, ganz schön. Jetzt hänge ich hier fest. Oh, da will ich ja gar nicht hin. So, aber so. Jetzt gucken wir uns das nochmal an. Und freuen uns. Okay, jetzt werde ich mich von euch verabschieden. Also, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.